Hallihallo und willkommen zu meinem Manga-Update für den April. Mittlerweile haben wir wieder Ende Mai, sprich, ich bin ein bisschen spät dran, sowohl mit dem April als auch mit dem Mai-Update. Ja, aber es war wirklich sehr blöd, die letzten Wochen etwas zu filmen. Dementsprechend muss ich das heute dann alles nachholen. Ich muss aber auch dazu sagen, im April ist jetzt nicht ganz so viel neu dazugekommen, an Anime und Merchandise sowieso nicht. Am Manga ist ein bisschen was Neues dazugekommen. Allerdings, ja, ist es jetzt auch nicht ganz so viel, weil es ist einfach nicht viel für mich rausgekommen. Und das erste, was ich euch zeige, das habe ich mir noch nicht mal, ja, selber direkt gekauft, sondern das war ein Geschenk. Und zwar habe ich einen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen. Und da habe ich mir dann den vierten Band der Eternal Edition von Sailor Moon gekauft. Ich habe den Band auch bereits gelesen. Und ja, hat mir natürlich wieder gut gefallen. Ich kenne die Serie so an sich ja schon. Ich habe ja schon die normale Edition von den Mangas, beziehungsweise nicht die normale, sondern die Neuauflage. Und ja, ich glaube, viel brauche ich dazu nicht sagen. Ich denke mal, weil es werden ja 10 Bände werden, dass vermutlich immer 2 Bände quasi eine Staffel des Animes repräsentieren werden. Zumindest hat das jetzt genau gepasst immer. Sprich, die ersten beiden Bände hatten die Storyline der ersten Anime-Staffel und Band 3 und 4 hatten jetzt von der zweiten Staffel die Storyline. Dementsprechend denke ich, dass damit Band 5 quasi die dritte Staffel eingeläutet wird. Wobei ja, Staffel zu sagen, ist, glaube ich, ein bisschen, ja, fehl am Platz, weil der Anime, der 90er Jahre Anime zumindest, sich ja doch schon sehr vom Manga unterscheidet. Aber ich denke, man weiß, was ich meine. Und ja, ich bleibe direkt bei Egmont. Da habe ich dann eine neue Reihe angefangen. Und zwar habe ich da letztens zufällig den ja, Anime bei Amazon Prime gesehen. Der wurde mir da vorgeschlagen. Und zwar ist das Weathering with You. Da habe ich hier einmal Band 1. Und ja, hat mir unheimlich gut gefallen. Also der Anime. Ich habe jetzt vor kurzem den Manga dann auch gelesen. Und auch der, ja, hat mir gefallen, weil es ist halt sehr am Anime dran. Also da ist jetzt nichts großartig, was sich vom Anime selber unterscheidet von der Story her. Ja, es geht halt um einen Oberschüler und das ist er hier, Hodaka. Er reist von zu Hause aus. Er lebt auf so einer, ja, recht kleinen Insel und flieht nach Tokio. Und seit seiner Ankunft regnet es wirklich in Tokio unaufhörlich. Und er trifft dann zufällig, weil er keine wirkliche Bleibe hat, auf ein Mädchen. Und dieses Mädchen ist ein Sonnenscheinmädchen, so wird es zumindest genannt. Und sie kann quasi, ja, für eine kurze Zeit den Sonnenschein ja, hervorrufen. Und ja, das Wetter quasi verändern. Ja, da sind dann noch so ein paar andere Dinge, die dann mit der Zeit, ja, bekannt werden, nenne ich es jetzt mal. Aber an sich ist das wirklich ein sehr schöner Manga, so wie auch Anime. Ich kann euch das definitiv empfehlen. Es ist ja auch schon vor einiger Zeit ein Light Novel hierzu erschienen. Der Manga zieht quasi jetzt nach. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich habe dann auch direkt Band 2 mir geholt. Hat mir bis jetzt gut gefallen. Ich denke mal, das werden 3 Bände werden. Und dann mache ich weiter mit Tokio Pop. Meistens starte ich ja eigentlich mit Tokio Pop, aber weil jetzt die Eternal Edition so groß war, habe ich direkt mit Egmont angefangen. Bei Tokio Pop habe ich allerdings nur einen einzigen Manga. Und zwar ist das Ein Fremder im Frühlingswind, Band 4. Lange hat es gedauert, bis da der nächste Band rausgekommen ist. Ich habe ihn auch tatsächlich noch nicht gelesen. Einfach aus dem Grund, ja, gerade weil es so lange gedauert hat und weil ich denke mal, der nächste Band ebenfalls wieder lange auf sich warten
werden lässt. Ja. Aber an sich freue ich mich wirklich, den zu lesen. Aber ja, ich will es mir irgendwie ein bisschen aufheben. Aber an sich mag ich die Reihe echt gerne auch vom Zeichenstil her. Ich mochte ja auch schon Ein Fremder am Strand und auch bis jetzt die ersten drei Bände der Nachfolgeserie, Ein Fremder im Frühlingswind halt. Ja. Mehr kann ich leider bis jetzt noch nicht zu dem Band sagen. Und dann komme ich auch schon zum letzten Manga für dieses Update. Den habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Und zwar ist das Kimi ni Nade, Finde dich selbst von Ichigo Takano, der ja, Autorin oder Mangaka von Orange. Und ja, das war auch der Hauptgrund eigentlich, warum ich mir diesen Manga dann geholt hatte. Gerade weil ich Orange so gut fand, dachte ich, lese ich hier auch mal rein. Und ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also er hat mir sehr gefallen. Es ist jetzt, ja, Kategorie Slice of Life. Und zwar geht es darum, dass er hier, ich weiß den Namen leider nicht mehr, ja, Musik machen möchte. Also man sieht es ja auch, er hält ja eine Gitarre in der Hand. Und er ist jetzt aber nicht unbedingt der geborene Musiker und möchte dann mit ihm hier zusammen Musik machen. Er hat früher Klavier gespielt, hat dann aber irgendwann aus ein paar Gründen damit aufgehört und möchte auch nicht weiter Musik machen. Und er versucht halt immer, ihn zu überreden. Und ja, bei beiden steckt allerdings ein bisschen mehr dahinter, was Musik angeht. Und ja, an sich ein schöner Einzelband, beziehungsweise habe ich vor kurzem erst noch gelesen, dass das, ja, zumindest bei uns in Deutschland als Einzelband vermarktet wird. Denn in Japan ist nach 2 Jahren Pause bei diesem Manga ein weiteres Kapitel erschienen. Es ist aber noch unklar, ob da jetzt noch mehr Kapitel erscheinen werden und wann die Reihe fortgesetzt wird. Deswegen ist dieser Band quasi als Einzelband bei uns erschienen und trägt hier keine Eins. Aber es ist nicht auszuschließen, dass da halt irgendwann nochmal ein zweiter Band rauskommen wird. Ja, es kommt halt drauf an, ob die Reihe dann noch weiter fortgesetzt wird. Und ja, das war's dann auch schon mit meinem Update. Wie gesagt, es ist wirklich nicht allzu viel geworden. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.